Jeder möchte seinen Traum leben, aber die wenigsten tun es wirklich. Wenn du wissen willst, welche 10 Dinge dich davon abhalten, deinen Traum zu leben, bekommst du heute die Antwort. Erstens, du willst nichts aufgeben. Fast alle Menschen versuchen, Risiken so gut wie möglich zu vermeiden. Wir wollen zum Beispiel unseren sicheren Arbeitsplatz und unsere Freunde nicht verlassen. Aber wenn man seinen Traum leben will und der jetzige Job und die jetzigen Freunde einem im Weg stehen, dann muss der Schritt gemacht werden und das Ganze musst du hinter dir lassen. Wenn wir niemals Risiken eingehen, werden wir auch niemals das Leben führen, welches wir führen wollen. Zweitens, das falsche Glaubensmuster. Eine Sache, die alle Menschen, die ihren Traum leben, gemeinsam haben, ist das richtige Mindset. Sie sind optimistisch, motiviert und glauben daran, dass sie alles schaffen können. Wenn du aber glaubst, dass du nicht das Zeug dazu hast, deinen Traum zu leben, dann wird das zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Und wenn du glaubst, dass du es nicht verdient hast, Erfolg zu haben oder ein anderes negatives Denkmuster hast, dann wird auch das dich davon abhalten, deinen Traum Realität werden zu lassen. Wenn du also das Leben leben willst, das du dir wünschst, dann musst du deine Glaubenssätze ändern. Drittens, Angst vor der Meinung anderer. Einer der größten Erfolgskiller ist die Angst vor der Meinung anderer. Fast jeder hat diese Angst, aber fast niemand tut etwas dagegen. Wir haben auch schon ein Video dazu gemacht, wie man diese Angst verringert. Wenn es dich interessiert, dann klicke auf die Infokarte. Gleichzeitig haben wir auch eine Podcast-Folge dazu. Höre einfach mal in den Podcast rein. Link findest du in der Beschreibung. Wenn du erfolgreich sein willst, wirst du immer wieder auf Gegenwind stoßen. Das gehört einfach dazu. Aber oft schätzen wir die Reaktion anderer auch voll falsch ein. Als ich diesen YouTube-Kanal gegründet habe, dachte ich, dass mich viele Menschen in meinem Umfeld deshalb belächeln, aber die meisten finden es ziemlich cool und unterstützen mich sogar. Also, überwinde die Angst vor der Meinung anderer. Viertens, zu wenig Ausdauer. Sich ein Leben aufzubauen, in dem man seinen Traum lebt und glücklich ist, dauert Jahre. Heutzutage können wir aber fast alles sofort bekommen. Wenn wir Hunger haben, können wir sofort etwas essen. Wenn wir Unterhaltung wollen, können wir sofort unser Smartphone rausholen. Und wenn wir gerade nicht wissen, können wir googeln und erhalten sofort eine Antwort. Deshalb glauben wir, dass alles andere auch schnell gehen muss. Die meisten Menschen geben aufgrund dieser Annahme viel zu schnell auf. Sie gründen ein Unternehmen und sind in den ersten Wochen oder Monaten nicht so erfolgreich wie erwartet. Also geben sie es wieder auf. Sie versuchen 2 Tage lang an ihrem Selbstbewusstsein zu arbeiten, aber es zeigen sich keine Ergebnisse. Also geben sie wieder auf. Würden alle Menschen so denken, dann gäbe es kein Facebook, Google oder Amazon. Bleibe lange an einer Sache dran und gebe nicht gleich nach ein paar Wochen auf. Denn Ausdauer ist einer der Schlüssel zum Erfolg. Fünftens, du willst es einfach nicht genug. Natürlich wäre jeder Mensch gerne glücklich, gerne reicher, gerne beliebter. Aber die meisten wollen es nicht gut genug. Wenn man einen Job hat, der okay ist und man einigermaßen zufrieden mit seinem Leben ist, dann kann man sich nur schwer dazu aufraffen, etwas zu ändern. Wenn du deinen Traum leben willst, dann musst du ein starkes Warum haben, das dich dazu antreibt, dich weiterzuentwickeln und an dir zu arbeiten, auch wenn dein Leben okay ist. Also, wie sehr willst du es wirklich? Sechstens, du glaubst, du schaffst alles alleine. Wenn du keine Hilfe von anderen annimmst, weil du glaubst, dass du ein Einzelgänger bist, dann wirst du deine Ziele, wenn überhaupt, nur mit sehr viel mehr Aufwand erreichen. Rede dir nicht selbst ein, dass du alles alleine machen musst, nur weil du in einem Hollywood-Film gesehen hast, wie der Held sich alleine vom Tellerwischer zum Millionär hocharbeitet. Siebtens, dein Ego ist zu groß. Viele Menschen wollen nur erfolgreich sein, um es anderen zu beweisen oder um cool dazustehen. Das Problem dabei ist, dass man, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte, auch Dinge tun muss, die andere Menschen nicht cool finden. Und das
wird eine Person mit einem großen Ego niemals tun. Das ist auch der Grund dafür, dass die unglücklichsten Menschen ein riesiges und die glücklichsten und erfolgreichsten Menschen ein kleines Ego haben. Achtens, du arbeitest zu wenig. Wenn du deinen Traum leben willst, musst du dafür arbeiten. Und zwar nicht eine Stunde oder einen Tag, sondern Jahre, gar Jahrzehnte. Michael Phelps, ein Schwimmer, der momentan der erfolgreichste Teilnehmer der Olympischen Spiele aller Zeiten ist, hat für seine Erfolge 7 Tage pro Woche trainiert. An 3 Tagen davon sogar 2-mal täglich und ist pro Woche 80.000 Meter geschwommen. Er hat für seinen Traum hart gearbeitet. Jeden Tag mehrere Stunden und nur deshalb hat er sein Ziel erreicht. Klar spielt auch Talent eine Rolle, aber ohne die nötige Arbeit kommst du niemals an dein Ziel. Stelle dir vor, wie nah du deinem Traum bereits wärst, wenn du genauso viel Zeit dafür investiert hättest wie Michael Phelps. Neuntens, du glaubst, dass nur einer gewinnen kann. Einer der wirksamsten Mittel auf YouTube zum Beispiel ist es, Kooperationen zu begehen, um mehr Abonnenten zu bekommen. Wenn du allerdings glaubst, dass nur einer gewinnen kann, bist du nicht bereit, eine Kooperation einzugehen, weil das einen Nutzen für beide Kanäle bringen kann und damit die Konkurrenz stärken würde. Mit dieser Denkweise kommst du allerdings nicht weit. Du verschwendest deine ganze Energie dafür, zu versuchen, die Konkurrenz klein zu halten, anstatt dich darauf zu konzentrieren, deinen eigenen Kanal zum Wachsen zu bringen. Meistens gibt es entweder 2 Gewinner oder 2 Verlierer. Denke lieber Win-Win. Zehntens, du gibst nach einem Rückschlag sofort auf. Wenn du deinen Traum leben möchtest, dann musst du mit vielen, vielen Rückschlägen rechnen. Airbnb wurde zum Beispiel 6-mal gerelaunched, bis es erfolgreich wurde. Bei den vorherigen 5 Versuchen hat sich fast niemand für das Unternehmen interessiert. Hätten die Gründer bereits nach 1, 2, 3, 4 oder gar 5 Rückschlägen aufgegeben, wäre Airbnb jetzt keine 30 Milliarden Dollar wert. Also, mache dich von Anfang an auf Rückschläge gefasst, denn sie gehören einfach dazu. Das war's von mir. Wenn du Hilfe brauchst, deine eigenen Träume zu verwirklichen, dann bieten wir dir jetzt für kurze Zeit eine halbe Stunde kostenloses Telefoncoaching an. Telefoniere mit Maxi, Till oder mir. Klicke dazu auf den Link in der Beschreibung. Schnell sein lohnt sich. In diesem Sinne, Zeit, deine Geschichte zu schreiben. Dein Dennis.